Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich mal zwei Fotoalben für euch. Ich mache die wirklich ganz, ganz simpel, ohne viel Schnickschnack. Wirklich nur so wie früher eigentlich die Fotoalben im Prinzip waren. Und ja, ich habe da jetzt das Maß 15x15 genommen. Da nehme ich dann immer Ringbindung mit 11 Ringen. Das geht sich für mich eigentlich so am besten aus. Ich finde, das schaut so ganz schön aus. Da habe ich zwei verschiedene Varianten gemacht. Einmal eine blaue Variante. Ja, vorne habe ich, also ich habe alles eher immer nicht zu aufwendig dekoriert, aber auch nicht zu wenig, finde ich. Ich mag das nur nicht. Bei den Alben ist es für mich persönlich wichtig, dass es nicht zu dick ist. Deshalb nehme ich da ganz, ganz, ganz selten Blumen oder so 3D-Zeugs, weil ich einfach will, dass man wirklich in so ein Regal das einschieben kann und nicht aufpassen muss, dass alles Mögliche zerdetscht und hinwärts und runterfällt. Und ja, so viel dazu, warum ich das einfach wirklich eher schaue, dass ich es flach, so flach wie möglich zusammenbringe. Ansonsten sind das alles ja wirklich einfach nur Papiere, so zerschnitten im Prinzip. Ich mache immer ein paar bunte Papiere, dann mache ich einfärbiges Papier und normalerweise lasse ich das oft einfärbig. Da ist nicht gegangen, da habe ich beim Kleben ein bisschen Missgeschick gehabt. Jetzt ist mir die Seite ein bisschen runtergegangen und dann habe ich es nochmal ablösen müssen. Jetzt habe ich einen leichten, wie sagt man denn da, das Papier ist leicht abgerissen. Jetzt habe ich das drüber geklebt, dann sieht man das nichts nimmer. Deshalb ist da eben Motivpapier. Und ansonsten ist wirklich einfach gemusterte Papiere und einfärbige Papiere so quer durcheinander, dass es halt zusammenpasst. Das sind Blöcke vom Action gewesen. Da ist eben einfach so. Ich finde das ganz schön, wenn da mal einfach eine einfärbige Seite drinnen ist, was einfach ein bisschen auflockert. Da nicht viele einfärbige sicher gerade hintereinander. Ja, da ist dann wieder türkise Seite. Ganz, ich glaube insgesamt habe ich 30 Seiten oder so. Mach meistens, ja, ich mache das immer so nach Gefühl, muss ich sagen. Ich habe jetzt da, glaube ich, 10 verschiedene Motivpapiere, 2 Stück, also jedes Motivpapier ist zweimal vorhanden. Und bei den Einfärbigen habe ich 5 verschiedene Farben und auch jeweils 2 Stück. So hat es eine nette Dicke und ich denke, wenn dann die Fotos drinnen sind, geht sich auch gar nicht mehr aus von der Ringbindung her. Das ist auch 1 Inch. Ich glaube, das ist eh so ziemlich das Größte, ich weiß gar nicht genau. Ja, das war das Blaue. Und dann habe ich noch ein rotes. Auch da ist das wirklich der Schmetterling, den könnte man natürlich ein bisschen 3D machen, weil ich habe den nur innen drin aufgeklebt. Aber es ist halt auch wieder so. Normalerweise, wenn ich das in meine Bücherregale oder so stelle, dann stelle ich das wirklich so rein, nebeneinander und will da nicht wirklich riskieren, dass man dann irgendwas abfällt oder hinwärts. Deshalb eigentlich ganz simpel. Und da ist eigentlich das gleiche Prinzip, das ist auch ein ganz ein alter Block vom Action mal gewesen, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Ja, ich habe extrem viel so Blöcke einfach gleich gehortet, muss ich sagen, und habe mich nie drüber traut, sie benutzen, weil ich mir gedacht habe, dann habe ich es nicht mehr und ja, richtig bescheuert. Und jetzt habe ich mir wirklich vorgenommen, ich nutze wirklich alles, was ich da habe. Und nichts wird mehr nur zum Anschauen und Streicheln gekauft, sondern alles wird benutzt. Richtig, ja, verrückt. Aber und da ist eben mit Orange, Orange, Blau, Grün. Das hat der Block so hergeben. Das habe ich dann in die einfärbigen Papiere auch so mit eingespielt. Dass es halt zusammenpasst. Ja, und das war die letzte Seite. Ja, das war's auch schon. Also wirklich nur ein ganz kurzes Craft-Update. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!